Eine coole Einstiegsaufgabe, zwei, drei Fragen und schon wissen die Schülerinnen und Schüler oder Studierenden, dass es sich um den schiefen Wurf handelt. Das hier ist die Beschreibung in Beschleunigung, Geschwindigkeit und Ort. Da kann man mit diesen Formeln jonglieren. Das ist hier relativ einfach. Man kann aber auch haufenweise Kombinationen anstellen. Die Formelbücher sind voll davon. Obwohl die Aufgabe, so wie sie gestellt ist, weit weg ist von dieser Beschreibung eines Wurfes im Vakuum. Wie steht es dann mit dem Verständnis der Auszubildenden? Ich habe das mehrmals getestet. Man zeichnet eine Wurfparabel, wählt drei Punkte aus, im aufsteigenden Ast, im höchsten Punkt, im absteigenden Ast und fragt, welche Kräfte wirken in diesen drei Punkten. Zeichnen Sie alle Kräfte ein, geben Sie passende Namen, wie groß ist die Beschleunigung in diesen drei Punkten und erklären Sie in einem dieser Punkte das Wechselwirkungsprinzip, das dritte Newtonsche Gesetz. Sie werden erstaunt sein, wie wenig die Schülerinnen und Schüler oder Studierenden begriffen haben. Sie haben zwar eine schöne Dressurleistung erbracht, indem sie da bestimmte Aufgaben lösen können. Was ist die Alternative? Die Alternative heißt strukturiertes Denken fördern mit Modellbildung und Simulation. Ich zeige das an einem Beispiel, nämlich an Beispiel von Kugeln, die abgeschossen werden. Dazu zuerst eine Grafik. Man findet einige wenige solche Grafiken, nämlich der CW-Wert des Luftwiderstandes in Funktion der Mach'schen Zahl, hier logarithmisch dargestellt, wobei eben bei der Schallgeschwindigkeit passiert etwas Dramatisches. Hier noch eine zweite Skizze mit Kugeln und ich habe dann vier Beispiele genommen mit Kaliber, Masse, Mündungsgeschwindigkeit. Dann habe ich die Reichweite mit dem schiefen Wurf im Vakuum gerechnet, nämlich V-Abschuss im Quadrat durch Gravitationsfeldstärke und bekomme dann diese Zahlen. Wenn man es mit dem Modell simuliert, hat man viel, viel kleinere Werte. Ich zeige jetzt ein Beispiel, denn da liegt die Zukunft des Physikunterrichts. Ich nehme das Beispiel der Flap-Kanone. Sie sehen hier das systemdynamische Modell und da kann man zuerst einmal strukturelles Wissen sich erwerben. Auf der untersten Ebene haben wir die Impulsbilanz in X- und Y-Richtung, also horizontal-vertikal. Kräfte sind Impulsstromstärken bezüglich des Körpers, also das gilt in X- und Y-Richtung, also die Gewichtskraft ist dann eine Impulsquellenstärke, aber das hat für die Modellierung keinen Einfluss. Der Impuls durch die Masse gibt die Geschwindigkeit, das ist der Schwerpunktsatz. Geschwindigkeit aufsummiert ist dann der Ort in X- und Y-Richtung. Das hier ist ein simpler Integrator. Dann rechnen wir aus den Geschwindigkeitskomponenten die Schnelligkeit, daraus die Mach'sche Zahl. Und hier drin können wir dann CW in Funktion der Mach'schen Zahl ausdrücken, durch eine Lookup-Table oder so. Und dann rechnen wir den Luftwiderstand, wobei die Dichte eine Funktion der Höhe ist. Es geht ja hier um große Flughöhen. Ich zeige das mal mit dem Widerstandskraft. Ich habe hier ein Parameter gesetzt, den ich ändern kann. Das gibt dann den Fall. Also zuerst nehme ich mal die einfache Luftwiderstandsformel mit konstantem CW-Wert 0,2. Das ist realistisch bei Geschossen im Unterschallbereich. Oder ich nehme die gleiche Formel, aber mit CW in Funktion der Mach'schen Zahl, wie gezeigt. Oder wenn ich die Wahl auf 0 setze, dann bin ich im Vakuum. Dann gibt es keinen Luftwiderstand. Die Dichte, da habe ich natürlich nur, wenn ich nicht im Vakuum bin, habe ich
die sogenannte trocken-adiabatische Kurve genommen. Man könnte auch ein anderes Verhalten mit der Höhe annehmen. Es geht einfach darum, die Dichte der Luft in Funktion der Höhe darzustellen. Das ist das ganze Modell. Und da lernt man die gesamte Struktur der Mechanik kennen mit Impulsbilanz plus Kinematik. Zuoberst habe ich dann noch eine Buchhaltungsebene und das ist die Energie mit kinetischer Energie, entsprechend dem Impulsinhalt. Dann habe ich hier die sogenannte Gravitations- oder potenzielle Energie und hier die dissipierte. Die Energieströme, das sind die Leistungen der Kräfte, nämlich einfach Kraft skalar multipliziert mit den Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeit ist das Energiebeladungsmaß des Impulsstromes. Und das Modell ist fertig. Mit dem gleichen Aufwand, mit dem man die alte von Galilei gefundene Parabel erklärt und einübt, und zwar meist erfolglos, könnte man solche Modelle machen, die realitätsnah sind und Strukturverständnis fördern. Ich zeige noch schnell ein bisschen über die Simulation, damit Sie sich einen Eindruck verschaffen können. Also hier die Höhe in Funktion der Weite. Die schwarze Linie, das ist die Parabel nach Galilei 1638. Da gibt es 140 Kilometer. Das hier sind realistische Werte. Also man könnte hier das Modell noch weiter verfeinern. Ich lasse jetzt die Vakuumkurve weg. Dann sieht man hier diese ballistische Bahn. Also die Kugel steigt etwa auf 4 Kilometer Höhe und fliegt etwa 9 Kilometer weit. Und das entspricht auch dem, was man so andeutungsweise findet. Also genaue Zahlen habe ich nicht gefunden. Hier sieht man noch diese Kurve, die ich eingelesen habe, CW in Funktion der Mach'schen Zahl. Ich habe einfach ein paar Stützpunkte eingelesen. Das könnte man verfeinern oder noch abändern. Für jedes Projektil eine eigene Funktion einlesen. Ja, hier habe ich noch die Energien. Da wäre die kinetische Energie und in Funktion der Höhe. Das geht also dramatisch runter. Am Schluss kommt die Kugel mit ganz wenig kinetischer Energie runter. Hier habe ich dann noch die Energie des Balls. Das ist kinetische plus, also das wäre natürlich die Kugel, nicht Ball. Energie, kinetische Energie plus potenzielle Energie und da ist die dissipierte Energie. Ja, wenn man so ein Modell hat, dann kann man ein bisschen rumspielen und auch neue Fragen stellen, zum Beispiel, indem man einen Batchrun macht, jetzt nicht mit Wahl, sondern mit dem Winkel in Grad. Und ich habe jetzt hier variiert zwischen 45 und 25 Grad in 11 Schritten. Und dann rechnet er mir schnell die paar Wurfballistischen Bahnen. Und dann sieht man, wenn man hier hingeht, welcher Winkel gibt die größte Wurfweite. Also sicher nicht 45 Grad, das wäre dann hier diese schwarze Kurve. Ja, soweit mein Video. Meine Botschaft ist, ich habe vor 50 Jahren an der Berufsmittelschule in Aarau den schiefen Wurf als schwierigstes Beispiel der Mechanik kennengelernt. Das hat uns sehr geschockt, nicht physikalisch, sondern mathematisch. Wenn man mich gefragt hätte, was ist die Beschleunigung, was sind die Kräfte, ich hätte es auch nicht gewusst. Wenn Sie ein junger Lehrer oder junge Lehrerin sind, steigen Sie um. Sie können nicht bis zur Pensionierung diese alte Ladenhüter unterrichten. Die Physik wird vorher abgeschafft an Ihrer Schule.